Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich euch ein neues Produkt vorführen, was in den neuen Jahreskatalog kommt. Das sind die Edge-Litzformen, lagenweise Buchstaben, die ich mir bereits bestellen durfte. Und da ich ja immer ein Problem mit Buchstaben habe, habe ich sie natürlich auch sofort bestellt. Und ich möchte euch heute einfach ein bisschen zeigen, weil ich gerade aus aktuellem Anlass damit arbeite, habe ich gedacht, ich nehme euch einfach dazu und wir gucken uns das gemeinsam an. Ja, ich habe sie ausgepackt, wie ich ja in meinem Unboxing schon erzählt habe. Sie kleben immer so auf einer Pappe mit doppelseitigem Klebeband und ich finde es schwierig, diese filigranen Teilchen immer wieder auf dieses doppelseitige Klebeband zu kleben, weil man sich unter Umständen einzelne Teile verbiegt. Darum habe ich mir angewöhnt, sie auf diese Metallplatten zu kleben. Die sind normalerweise in diesen Hüllen halt drin. Und dann habe ich sie in einem Ordner. Ich habe mir jetzt schon ein paar rausgesucht, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Darum ist das Set gerade auch nicht mehr vollständig, denn die Teile liegen hier schon. So, mit diesen Teilen werden wir heute arbeiten. Man kann mit diesem Buchstaben plus diesem Dreieck etwas ganz Besonderes bauen. Das möchte ich euch heute gerne zeigen und möchte euch gleich den Umgang damit vorstellen. Ich habe gerade eben schon angefangen und zwar habe ich einfach mir meine Big Shot genommen. So, habe mir ein Stück Cardstock genommen, habe mir einen Buchstaben genommen, den da drauf gelegt und das durchgenudelt. Jetzt muss ich mal eben vorsichtig sein mit dem Kabel. So. Sonst reiße ich hier gleich mir das Mikrofon vom Leib. Also, durchgenudelt. Und dann auf der anderen Seite wieder raus. Die Big Shot noch mal zur Seite. So, jetzt haben wir noch ein kleines Teilchen hier drin. Das kann man ja immer so rauspieken. Das fällt also quasi selber raus. Aber der Rest vom Buchstaben fällt nicht raus. Man kann jetzt dann eine Schere nehmen. Man könnte jetzt anfangen hier den Teil vom Buchstaben rauszuschneiden. Das funktioniert ausnahmsweise bei diesem B auch relativ gut. Dann hat man hier einfach ein kleines B. Es funktioniert aber so, wie ich das gerade geschnitten habe, einfach von unten nach oben hoch, nicht bei allen Buchstaben. Ich zeige euch nämlich mal, was ich gerade schon produziert habe. Ich baue nämlich eigentlich gerade eine Geburtstagskarte für mein Teammitglied und habe mir überlegt, das ist ja nett, jetzt mit den neuen Farben und mit dem neuen Buchstaben diese Karte zu bauen, damit sie schon mal ein bisschen gucken kann. Und mein Teammitglied heißt Bianca. So, das A ist schon schwierig, das sieht sehr abgehackt aus. Da müsste man also so einen kleinen Bogen schneiden. Bei dem C wird es noch deutlicher. Da fehlt der Bogen erst recht. Und auch hier bei dem A fehlt vorne einfach der Bauch. Da kann man also dann im Zweifelsfall nicht einfach abschneiden, sondern müsste einen Bauch schneiden. Das probieren wir jetzt auch noch mal eben aus. Indem wir dann jetzt also einfach, mal die Schere da unten rausnehmen. Ich fahre das mal eben hier rüber. Lege das noch mal hier rein. Das A war das Problem. Das machen wir mal hier. Mein Nachbar hat heute übrigens schlechte Laune. Ich weiß nicht, ob ihr den hören könnt, weil ich hier im Zimmer noch ein Fenster offen habe. Den könnt ihr einfach ignorieren. Der hat heute irgendwie, weiß ich auch noch nicht, den Pegel noch nicht erreicht oder sowas in der Art. Den ignorieren wir einfach und schenken ihm keine Aufmerksamkeit mehr. So, hier auch sind die beiden Dinger überflüssig.
holen wir hier schnell wieder raus. So. Jetzt probieren wir das nochmal mit dem Bauchig. Also oben bei dem A ging das ja ganz gut. Ich mache mal hier die eine Hälfte schon mal weg, dann könnt ihr vielleicht etwas besser gucken. So. Hier oben bei dem A ging das ganz gut. Das machen wir also hier. Und das A musste dann bauchiger werden. Also vielleicht so. Naja. Freihändig vor der Kamera. Also es bedarf tatsächlich ein bisschen Übung, das so hinzubekommen. Aber man kann einfach dann einzelne Buchstaben daraus bekommen. Das geht ganz gut. Was mit diesem Set aber noch möglich ist, so, da hat auch in der ersten Aufnahme tatsächlich das Telefon geklingelt, Entschuldigung. Also, was ich mit euch aber auch ausprobieren möchte, was ich auch für die Geburtstagskarte nutzen möchte, ist ein anderer Effekt, der mit diesen Buchstaben möglich ist. Ich habe dafür mal auch noch Probepapier mitgebracht. Das ist Cardstock im Format 10,5 x 8. Ich habe 8 gewählt, weil dieses ist 8 breit und 10,5 ist ein halbes A4. Es passt mit den Markern hier immer noch nicht ganz zusammen. Es ist sehr schwierig, da eine Mitte rauszufinden. Ich hatte das ausgemessen, hier in die Mitte könnte man jetzt rauskriegen mit 11. Aber 11 ist natürlich ein ganz blödes Format für unsere deutschen A4-Maße. Also nehmen wir einfach 10,5 und fummeln ein bisschen. So, ich zeige euch jetzt erstmal anhand dieser beiden Probe-Cardstock-Stücke, was man Tolles mit diesen Buchstaben machen kann. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich fange einfach mal an mit dem B. Und zwar kann man jetzt diese Halter benutzen. Und man kann diesen Buchstaben, die ich gerade schon ausgenudelt habe, in diese Halter stecken. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie das funktioniert. Wie ihr seht, so geht es nicht, denn der Halter hat so eine runde Aussparung wie ein Puzzleteil und eine eckige. Ebenso haben alle Buchstaben eine runde und eine eckige Aussparung. Und man kann also dann das einfach quasi wie ein Puzzlestück zusammensetzen. Wichtig ist, wenn ihr das dann durchnuddelt, dass ihr darauf achtet, dass es nicht übereinander liegt, sondern dass es wirklich in der Aussparung drin steckt. Denn ansonsten macht ihr euch über kurz oder lang diese Buchstaben kaputt. Die Walze hat ja nun wirklich viel Kraft und wollen wir mal nicht tun. So, jetzt versuche ich also die Mitte zwischen dieser Nut und dieser Nut zu finden und ziehe dann, damit das überall gleich ist, das Ende der Karte an das Ende des Framelits. So, und wenn ich dann meine, also man kann ja auch immer, ich habe schon eine Magnetplatte drunter liegen. Ohne Magnetplatte müsste man es vermutlich mit Washi-Tape festkleben, damit es auch wirklich liegen bleibt. Und dann kann man einfach diese beiden hier so schön durchnudeln. Und dann bekommt man ein B. Das finde ich total gut. Denn jetzt entstehen ja ganz viele neue Möglichkeiten. Ich mache noch mal ein I. Da legen wir wieder das hier drauf. Unten an die Kante. Achten auf die beiden Nuts links und rechts, dass das mittig ist.
muss noch mal eben ein bisschen hier drehen, dann sehe ich nichts. Ihr seht es sowieso viel besser als ich, aber das soll ja auch jetzt erstmal nur zum Veranschaulichen sein. Ich werde gleich ohne euch Buchstaben nudeln und komme hinterher wieder, nehme ich euch wieder dazu. Das müsst ihr euch ja auch nicht angucken, dieses Gefummel hier. Denn der Weg ist jetzt klar, glaube ich. Ja, das geht. So. Dieses dreieckige Metallstück passt auch quer, gerade so. Wenn man also nicht ganz auf Zack ist und wirklich auf alles achtet, dann könnte es sein, dass ihr euch das verbiegt, weil es hier irgendwo aneckt. Also ich würde euch empfehlen, es nicht so rum durch die Wegschott zu schieben, sondern so rum. Ihr müsst sowieso jeden Buchstaben einzeln nudeln, weil ihr habt ja nur eins von diesen drei Ecken. Und darum würde ich euch empfehlen, nicht das hochkant zu machen, sondern quer. So, jetzt seht ihr den Effekt, der entsteht. Den man dann also zusammenkleben kann. So. Ich stelle fest, tatsächlich sind 8 cm immer noch zu wenig. Ich hatte das vorhin schon mal versucht mit 5 und 6. Das könnt ihr euch hier angucken. Das passt gar nicht. Leider, hier geht's nicht. Jetzt habe ich gedacht, 8 funktioniert, aber 8 ist auch also wirklich, wirklich knapp. Gerade so vielleicht gehen 8. Muss ich mir bei den nächsten Buchstaben nochmal angucken. Ja, ich habt ihr überhaupt gesehen, was ich hier gemacht habe? Auch nicht so richtig, ne? Ja, ich nudel jetzt einfach mal das Bianca aus und komme gleich nochmal wieder zu euch durch. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich hier alle Buchstaben ausgenudelt und habe auch schon mal angefangen. Ich habe übrigens noch einen Trick angewendet. Ich hatte ja gerade eben bereits gesagt, das ist bei diesen Probebuchstaben war es ja schon sehr eng. Gucken wir uns das nochmal eben an. Hier, wenn ich dies nebeneinander lege, könnte es sein, dass es hier schon zu wenig wird. Deswegen habe ich jetzt beim Ausnudeln einen Trick angewendet. Ich hatte gesagt, die Papiere, die ich zugeschnitten habe, waren 8 x 10,5. Und ich habe jetzt nicht, wie ich das ursprünglich geplant hatte, den unteren Rand der Karte mit dem unteren Rand von Edgelet benutzt, sondern habe das, ich mache es ein bisschen gröber, damit ihr das sehen könnt, habe hier unten einfach Platz gelassen. Also nein, ich habe den unteren Rand der Karte an den oberen Rand vom Edgelet genommen. Wie ihr seht, gibt das nochmal ein paar Millimeter. Und habe mir das natürlich zwischendurch auch angeguckt und finde das auf jeden Fall schon mal besser. So, was da jetzt dabei rauskommt, ist dann einfach Bianca als Wort. Wenn ihr darauf achtet, dass ihr oben und unten den gleichen Abstand habt, dann könnt ihr dieses Wort einfach zusammenlegen. Was mir aber aufgefallen ist, und das fällt euch jetzt garantiert auch auf, ist, dass das unterschiedliche Abstände hat, je nach Breite der Buchstaben. Ich finde das aber nicht so schlimm. Man kann das hier trotzdem sehr schön zusammenlegen und kann es dann auch miteinander so festkleben. So einfach wie dann das C da oben drauf. Ich weiß ja nicht, warum man immer hier so rumbrüllen muss auf dem Sonntag. Aber gut, ich hoffe, ihr bleibt davon verschont. Reicht ja vollkommen, wenn meine Nerven hier strapaziert werden. So, Bianca. Ich muss es jetzt schon hinlegen. Jetzt wird es nämlich ein bisschen lang.
So, das Ganze kommt jetzt bei mir auf einen weißen Kartenrücken. Und wird dann einfach noch ein bisschen zu einer Geburtstagskarte ausdekoriert. Und dann haben wir eine Geburtstagskarte für die liebe Bianca. Ich blende euch gleich noch die fertige Karte ein. Davon gibt es ja mal ein Foto. Das zeige ich euch hier auch nochmal im Abschluss, damit ihr das sehen könnt. Ich hoffe, es war für euch sehr interessant. Ich fand es toll, mit euch gemeinsam hier mal was zu erforschen und zu erkunden. Ich finde dieses Set toll und werde es auf jeden Fall weiter beobachten. Sollten Kolleginnen und Kollegen irgendwelche Neuerungen zu diesem Set finden, bin ich natürlich sofort wieder bei euch und gebe euch ein Update, was man noch machen kann, wie es funktioniert. Aber im Moment ist das Set ja gerade erst rausgekommen für uns Demos. Wir müssen alle noch probieren und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mit und zeige euch die Anfänge. Aber es gibt dann einfach irgendwann, sollte es tolle Änderungen geben, einfach irgendwann Version 2. Da bin ich ja ganz schmerzbefreit und ihr freut euch sicherlich auch, wenn es da nochmal irgendwann ein neues Update gibt dazu. Ja, so, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bastel hier schon wieder die Framelits hier drauf, also auf meine Metallbox. Metallplatte, so kann man das nicht ganz gut transportieren. Ich sage erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr Interesse an dem Set haben, sprecht mich gerne ab 1. Juni an. Ab dann kann ich das für euch bestellen. Und ich wünsche euch noch einen tollen Tag und morgen, Mittag, Abend, Nacht, wie auch immer, was ihr gerade macht. Alles Liebe für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!